Hermine, du hast doch schon ein Video gemacht zu Kombucha. Ich weiß, ich habe es nicht vergessen, aber ich habe auch sehr viele Zuschriften von euch bekommen und auch Kommentare unter diesem Video, ob man nicht Kombucha auch ohne Zucker machen könnte und ohne Schwarztee. Ich habe darauf immer Nein gesagt, weil mir einfach keine andere Methode bekannt war. Aber ich war mit dieser Antwort selber unzufrieden und nur weil man eine Sache immer so gemacht hat, muss es ja nicht heißen, dass man es auch immer, immer so macht. Es wird doch auch Alternativen geben. Also bin ich abgetaucht in die Recherche und habe von Hun-Kombucha erfahren oder Yun-Kombucha. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber das Coole ist bei Yun-Kombucha, man kann mit diesem Rezept Kombucha selber machen ohne Zucker, sondern mit Honig und ohne Schwarztee, sondern mit grünem Tee. Das habe ich dann gleich mal ausprobiert und wie das funktioniert und wie du es eben daheim jetzt halt selber machen kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Viel Spaß damit! Die genauen Mengenangaben und noch weitere Tipps findest du wie immer unten in der Infobox nochmal alles aufgelistet. Ich mache jetzt seit 5 Liter von diesem coolen Yun-Kombucha und dafür brauche ich erstmal 5 Liter Wasser. Die bringe ich erstmal in meinem großen Topf zum Kochen und sobald das Ganze kocht, nehme ich es runter von der Herdplatte und schmeiße 3 Teebeutel Grüntee rein und lasse das Ganze so für circa 20 Minuten ziehen. Nach den 20 Minuten nehmen wir die Teebeutel raus und in dieses lauwarme und leicht abgekühlte Teewasser geben wir jetzt halt eben unseren Honig rein. Ich benutze jetzt halt so ein Glasel. Die genauen Mengenangaben, wie viel da in mein Glas reingepasst hat, findet ihr wie gesagt unten nochmal aufgeschrieben. Und den verrühren wir jetzt halt, bis er sich aufgelöst hat in unserem Teewasser. Und als allerletztes, dann haben wir es auch schon fast geschafft, geben wir das alles einfach noch in unseren Glasbehälter. Und zwar unser gesüßtes Teewasser zusammen mit dem Kombucha-Pilz, zusammen mit der Starterflüssigkeit. Rühren das alles einmal um mit einem Holzlöffel, dann einfach das atmungsaktive Tuch drüber mit einem Gummi sichern und wie immer bei Raumtemperatur und lichtgeschützt fermentieren lassen. Mir ist aufgefallen, dass der Kombucha auf Honigbasis deutlich schneller fermentiert und schneller fertig ist als der auf Zuckerbasis. Also schon nach einer Woche ist er auf jeden Fall trinkbereit, manchmal sogar schon nach 5 Tagen. Leider habe ich irgendwie meinen Videomitschnitt, wo ich euch zeige, wie ich noch den Kombucha umfülle in Glasflaschen, verschlammt. Also werde ich das jetzt kurz nochmal erklären, aber ihr wisst es ja auch schon von meinem anderen Kombucha-Video, das könnt ihr euch da auch nochmal angucken. Der letzte Schritt wäre jetzt einfach, nachdem er fertig ist, nach einer Woche fermentieren, nur noch umfüllen in Flaschen, ein bisschen von dieser Kombucha-Flüssigkeit überlassen, den Pilz auch natürlich drinnen lassen, damit ihr wieder eine neue Portion ansetzen könnt. Ja, und die umgefüllten Flaschen halten euch problemlos im Kühlschrank bis zu einem Monat. Bloß es wird halt mit zunehmender Zeit schneller säuerlicher. Auch hier der Kombucha auf Honigbasis, der verwandelt sich viel schneller zu Essig. Also er wird euch nicht wirklich schlecht, aber ihr könnt es dann halt nicht mehr als Erfrischungsgetränk einen ganzen Monat lang trinken. Also innerhalb der ersten Woche würde ich es trinken, damit ihr noch diesen echten Kombucha-Geschmack einfach habt. Und ich persönlich finde, er schmeckt noch viel erfrischender als der auf Zuckerbasis und hat einen viel säuerlicheren und, ja, ich weiß auch nicht, einfach einen geileren Geschmack so. Also ich bin dazu übergegangen, tatsächlich nur noch diesen Hun-Kombucha zu machen, weil ich den einfach noch besser finde als den auf Zuckerbasis. Falls du jetzt noch mehr Infos haben möchtest rund um das Thema Kombucha, was es alles für deine Gesundheit machen kann, woher es eigentlich kommt, das kannst du dir alles nochmal angucken in meinem ersten Video zu Kombucha. Da bin ich im Detail auf diese ganzen Themen eingegangen. Ich werde dir dieses Video in der Infokarte und in der Infobox nochmal verlinken. Und ansonsten, falls du wie immer irgendwelche Fragen haben solltest, auch kurz rund um diesen Herstellungsprozess zum Kombucha, lass es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und lass mich auch gerne wissen, was wird dir jetzt mehr taugen? Welches Rezept willst du ausprobieren? Eher dieses traditionelle Kombucha-Rezept mit Zucker und Schwarztee oder dieses eher alternative Kun-Kombucha-Rezept? Ich freue mich, von dir zu hören. Bleib fit und gesund und wie immer bis übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Fitti!